Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Ihr erinnert euch vielleicht, vor kurzem habe ich das Video gemacht, Himbeervolk Beißellos, das ist ja das Himbeervolk. Und in dem Video habe ich gesehen, dass die Königin, ich hatte eine Edelzelle zugehängt, die ist auch geschlüpft, sauber geschlüpft, aber sie ist wohl nicht vom Begattungsflug zurückgekommen. Deswegen habe ich an sich schon entschieden gehabt, okay, das Volk wird aufgelöst. Bin ich nochmal in mich gegangen, weil bei meinem Streifzug durch Abidanien ist mir eine Königin aufgefallen, die zurückgekommen ist, die begattet ist, die ein Brutnest angelegt hat, die ich auch gezeichnet habe, gerade vorhin. Und das ist natürlich jetzt schon eine Chance für diesen Restbienenhaufen hier drin. Nochmal eine Zelle reinhängen, auch wenn es eine schlupfreife Zelle ist. Nochmal abwarten, da ist es jetzt zu spät im Jahr. Wir haben den 12. Juli, das ist zu spät im Jahr. Vor allen Dingen, die würde dann vermutlich voraussichtlich in 4 Wochen, wenn sie vom Begattungsflug zurückkommt, begattet, ordentlich begattet, würde sie dann in 4 Wochen vielleicht anfangen zu stiften. Lass es auch 3 Wochen sein. Und das geht nicht mehr, das ist zu kurz. Die Zeit ist mir zu kurz zum Winter hin. Aber mit einer schon voll ausgebildeten, begatteten Königin, die schon ein Brutnest hat, mit der geht's. Mit der mache ich das jetzt. Weil die Bienen hier drin in dem Himbeervolk, die sind zwar nicht mehr die jüngsten, das sind schon ziemlich alte Knacker. Aber hier drin haben wir auch noch junge Bienen, eine entsprechende Anzahl. Also passt das Verhältnis wieder. Das heißt, die Alten verstärken quasi die Jungen und so wird auch was draus. So wird ein Schuh draus. Da gehen wir mal ran. Machen wir mal. Zeige ich euch, wie ich es mache. Ich habe das Volk hier auf 2 Zagen sitzen. Ist normal nicht notwendig. Von der Volkstärke her, haben wir gesehen im letzten Video, auch ist nicht notwendig. War aber auch geplant, dass sie jetzt schon lange Brut haben und gefüttert werden und dass sie jetzt in der oberen Zage ihr Winterfutter einlagern. So war es an sich geplant, ist halt nicht so gekommen. Jetzt nutze ich die obere Zage, um hier das Abidea schön reinzumachen. Dann machen wir mal. Sind alle leer. Klar, da ist jetzt eine volle. Und da ist ein bisschen was drin. Ja, okay. Machen wir unten rein. Die sind auch leer. Obwohl, die kann auch oben drin bleiben. Nee, nichts drin. So. Okay, ein bisschen anmelden, so muss ich schon. Fairerweise. So,
Dann machen wir ein bisschen was für die Bildung der Bienen. Sollen die auch was lesen dürfen. Zum Lesen brauchen sie Licht. So. Dann mache ich den Bodenschieber auf. Vom Abitea. Das Flugloch ist schon zu und es bleibt auch zu. So. Und jetzt können die Bienen Kontakt aufnehmen. Hier hinten, wo der Bodenschieber drin war, hinten am Abitea, da ist eine Öffnung. Sie können auch das Papier durchnagen, können langsam schön Kontakt aufnehmen miteinander. Hier ist absolut keine Brut in dem Volk. Deswegen ist es auch gut machbar. Gut machbar, Herr Nachbar. Und vor allen Dingen auch die Futterkammer habe ich bei der Kontrolle gesehen. Die Futterkammer ist im Augenblick gerade leer. Die haben zwar hier eingelagert ganz gut. Hier ist auch genug, also da passiert nichts, da verhungert niemand. Und jetzt lasse ich es einfach stehen und lasse die Bienen machen. So einfach kann es gehen. Und wie gesagt, Chancen sind nicht da, um genommen zu werden, sondern um gegeben zu werden. Und das ist jetzt eine Chance für diese Bienen, doch noch irgendetwas zu machen, irgendetwas beizutragen. Und das werden sie auch tun, da bin ich ganz sicher. Ja, wenn euch das kleine Video gefallen hat, ihr wisst ja, dürft einen Daumen geben, ihr dürft den Kanal abonnieren. Ist alles gratis, alles gratis. Ist der Hammer, alles gratis. Aber das Video jetzt